Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Risen. Wir suchen immer noch nach gewissen zwei Personen, einmal Dark und einmal Doyle. Warte mal. Nee, ich glaube, wir suchen nur Doyle, oder? Es gibt keinen Dark. So. Fleisch für Ukos. Ukos ist hungrig und möchte ein Stück gebratenes Fleisch haben. Kann ich hier irgendwo braten? Habe ich überhaupt Fleisch? Ich habe Fleisch. 11 Stück. Hier wird es doch bestimmt irgendwo eine Küche geben, die ich nutzen darf. Erst hörte man ein Grollen. Dann bebte die Erde. So, sie hat doch bestimmt eine Küche, die Patty. Hier, Herd. So, machen wir 11 Stück. Oh, wir können sogar mit würzen, oder wie? Hm, riecht schon mal nicht schlecht. Und, das ging jetzt schnell. Sieht richtig lecker aus. So ein Brethering gemacht. So, gehen wir mal zu Ukas. Ukos. Hier nimm ein Stück gebratenes Fleisch. Ja, yeah, nimm ein Stück gebratenes Fleisch. Viel Wache macht viel Hunger. Weißt du, ob Buddy hier irgendwo ein Versteck hat? Weißt du, ob Buddy hier irgendwo ein Versteck hat? Buddy, kleines Zimmer, hinter Lagerhaus, Treppe rauf, immer offen. Also, danke, Großer. Ukos hungrig. Okay, ein Fleisch haben wir ihnen abgegeben. Das Erbstück. Die Söhne von Tilda. Finde den Spitzel des Einbrechers. Vasili, Doyle und Pavel. Wo finde ich Doyle? Ich kenne ihn, er ist ein Bandit. Woher kennst du Sid? Aber ich werde die Flasche nicht unbewacht lassen. Deshalb brauche ich einen tüchtigen Mann. Was ist mit dir? Es wäre eine Chance für dich, dem Orden Ehre zu nehmen. Wie hoch ist denn die Belohnung? Ich bleibe lieber bei den Banditen. Ich glaube, ich finde da nicht raus, wo Doyle ist. Hier oben vielleicht? Wache. Sabrosa. Fuller. Ich hatte Doyle doch irgendwo gesehen. Was willst du hier? Wo war er denn? Was ist das für eine Hütte? Also, Nelson. Geht's hier noch nach oben? Nee. Oder hier? Hier geht's nach oben. Fass hier nichts an. Okay. Ich fass hier nichts an. Ich suche nur jemanden. Dass mir niemand sagen kann, wo ich Doyle finde. Finn? Reden, reden. Alle wollen immer nur reden. Ja. Ich möchte halt wissen, wo Doyle ist. Er macht mir gerade die meisten Kopfschmerzen hier in der Stadt. Ne, da oben ist er nicht. Josh?
Der kann mir nicht sagen, wo Doyle ist. Bart? Die wollen alle drei eine Goldschale verkaufen. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Ja, okay. Cole? Erzähl mir von der Flamme. Ich bin nur ein einfacher Jäger und weiß nicht viel über diese heiligen Dinge. Versuch's einfach. Es ist... Die Flamme beschützt uns. Uns alle. Verstehst du? Sie beschützt die ganze Insel. Sie ist wie ein Lagerfeuer, das dich beschützt, wenn du im Wald bist. Nur diese Flamme ist halt viel größer und mächtiger. Ach, ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin kein Magier. Aber ich weiß, dass die Flamme uns beschützt. Ach, tut sie das? Du bist Jäger? Du bist Jäger? Ja, ein Jäger ohne Bogen. Was ist geschehen? Das Gesetz erlaubt nicht, dass wir jagen. Die Ordenskrieger haben mich in die Stadt geschleppt. Ich hatte wohl noch Glück, dass sie mich nicht in die Vulkanfestung gebracht haben. Und dein Bogen? Ich habe ihn bei Costa versetzt. Er hat mich eine Woche satt gemacht. Aber jetzt hat nicht mal Flavio mehr Arbeit. Alles, was mir bleibt, ist der Eintopf von Meister Belschwur. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Hier in der Stadt gibt es nichts, was man jagen könnte. Was ist mit Bogenschießen? Das kann ich dir zeigen. Okay, was kannst du mir beibringen? Geschick, Bogen, okay, mehr nicht. Ich glaube, ich würde doch wahrscheinlich auf Armbrust gehen, wenn wir jetzt eine Armbrust haben. Aber wo ist Doyle? Ich suche ihn. Salty? Was hast du für Fische? Ich suche Doyle. Doyle? Den habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Er ist doch wohl nicht in die Vulkanfestung gebracht worden. Der war ein paar Mal bei mir und hat Fisch gekauft. Wenigstens einer. Aber vielleicht weiß ich, wo er ist. Was hast du für Fische? Ich habe alle. Hering, fangfrisch. Und Scholle, ebenfalls ganz frisch. Ist das alles? Nein, ich habe noch ein Hai im Angebot. Ein schönes Hai-Steak weckt alle müden Lebensgeister. Solltest du unbedingt probieren. Redest du immer so viel? Was soll ich denn machen? Keine Sau will meine Fische. Hätte ich diesen Scheißstand bloß nie gekauft. Hab mein ganzes Gold dafür hergegeben. Ich habe einfach keinen blassen Schimmer vom Fischgeschäft. Warum verkaufst du den Laden nicht? Willst du ihn haben? Ich? Nein, ich habe keine Ahnung von Fischen. Siehst du, so geht das den meisten hier. Nur ich bin dann auch noch so doof, dann einen Fischstand zu kaufen. Ich könnte mir in den Hintern beißen für diese Dummheit. Kann ich dir helfen? Ja, du könntest mir jemand finden, der den Laden kaufen will. Ich kann hier nicht weg. Ich werde einen Käufer für deinen Laden finden. Das ist ja großartig. Nicht so voreilig. Noch habe ich keinen Käufer gefunden. Aber das wirst du, mein Freund. Das wirst du. War hier nicht ein arbeitsloser Fischer? Hier, ein Highsteak. Geht aufs Haus. Oh, danke schön. Wo kann ich einen Käufer finden? Vielleicht am Hafen. Du könntest auch in der Kneipe fragen. Da gibt es bestimmt jemanden, der geeignet ist. Frag mal bei ehemaligen Fischern. Da könntest du Glück haben. Okay, was kostet dein Laden? Also zusammen mit der Ware, sagen wir 300 Goldstücke. Okay, vielleicht macht er mir dann einen Rabatt, was Doyle angeht. Da ist doch ein arbeitsloser Fischer in der Kneipe. Was tut er? Nee, das war der Nico. Hier, Nico. Hast du meinen Rum? Nein, noch nicht. Dann lass mich in Ruhe. Patty? Hat nur Bier. Jetzt brauche ich noch einen Rum. Wie viel Geld habe ich? Ich habe 990 Gold? Wo habe ich die 990 Gold her? Okay, erstmal einen Rum kaufen bei... wie hieß er da nochmal? Josh? Ich meine, ich hatte mal einen Doyle gesehen, oder? Josh! Ich will was trinken. Was darf's denn sein?
einen Rum, wenn du hättest. So. Vielleicht kriege ich dann hier auch einen Weg, in der ich unbeschadet und kostenlos immer rein und raus kann. Wenn ich das mit Patty hier erledigt kriege. Und zu Romanov müssen wir auch nochmal gehen. So, Nico. Hast du meinen Rum? Hier hast du einen Rum. Hier hast du einen Rum. Prost. Der Suff ist das Einzige, was ich noch habe. Du bist Fischer? Du bist Fischer. Ei, bin ich, aber ich habe mein Boot draußen im Sturm verloren. Seitdem habe ich nichts mehr. Ich kann froh sein, dass Patty mich noch anschreiben lässt. Ich suche einen Käufer für einen Fischladen. Ich suche einen Käufer für einen Fischladen. Und? Was habe ich damit zu tun? Wäre das nichts für dich? Du bist schließlich Fischer. Ich? Fische verkaufen? Warum sollte ich das tun? Weil du Fischer bist. Ein Fischladen wäre genau das Richtige für einen Fischer. Ein Fischladen wäre genau das Richtige für einen Fischer. Das will ich meinen. Und du hast gerade keine Arbeit. Da ist was dran. Wie viel soll der Stand denn kosten? Für 300 Goldstücke gehört der Stand dir. Für 300 Goldstücke gehört der Stand dir. Es ist bitter, aber ich habe wohl keine andere Wahl. Was meinst du? Ich habe nicht genug Gold und brauche deine Hilfe. Was soll ich für dich tun? Was soll ich für dich tun? Pass auf. Ich habe da etwas, das ist viel mehr wert als die paar Goldmünzen. Wo ist dann das Problem? Psst, nicht so laut. Es ist ein Artefakt aus den Ruinen. Verstehst du? Du lässt anschreiben, obwohl du ein Artefakt besitzt? Das kann man nicht einfach so verkaufen. Dafür kann man in die Vulkanfestung geschmissen werden. Verstehe. Aber ich würde es dir verkaufen. Für 300 Goldmünzen. Dann kann ich den Laden übernehmen. Was ist das für ein Artefakt? Was ist das für ein Artefakt? Ein Ring. Ich glaube, er ist ein bisschen magisch. Was ist? Willst du ihn? Ach komm. Verkauf mir dein Artefakt. Glaub mir, du machst ein gutes Geschäft. Hier, lass dich damit nicht von Carlos oder seinen Leuten erwischen. Dann übernimmst du den Laden. Ja, das mache ich. Ich werde Salty ausrichten. Er wird sich sehr freuen. Okay, Nikos Ring erhalten. Dieser Ring gehörte dem Fischer Nico erst magisch. Stärke plus 3, ja. Okay, Stärke haben wir jetzt 30. Nice. Hat mir jetzt 300 gekostet, aber naja. Okay, Salty. Nico wird deinen Laden kaufen. Nico wird deinen Laden kaufen. Das ist ja wunderbar. Er wird hier bestimmt ein gutes Geschäft machen. Und ich habe zumindest noch ein paar Goldmünzen gemacht. Danke. Hier. Die habe ich in einer Muschel gefunden, die sich in eine der Fischkisten verirrt hat. Was machst du jetzt? Ich gehe zu Patty. Auf dem Weg lasse ich mir von Nico das Gold geben und betrinke mich. Wo steht eigentlich Doyle? Ich dachte, er macht mir einen Rabatt. Er hat sich bei Costa einquartiert. Und seitdem lässt er sich nicht mehr in der Gosse blicken. Wenn ich mehr wüsste, würde ich sagen, er versteckt sich. Ah, bei Costa. Okay, erstmal will ich jetzt den Scheiß verkaufen. Die Perlen. Ich hoffe, ich kriege die 300 da wieder raus. So, wie viel Geld habe ich jetzt? Nur noch 610. Ja, super. Verlustgeschäft. Josh, ich will was trinken. Ich will was trinken. Was darf's denn sein? Ich will dir meinen Scheiß jetzt andrehen. Wo war denn das? Zwiebeln, ich koche eh nicht. So, Brot, brauche ich noch Käse, brauche ich noch Ei, Trauben, das gibt nur Mana. Milch, Kraut, Reiselust, Beere, darf er haben. Hier, Mana-Wurzel darf er haben, Mana-Pflanze darf er haben, Mana-Pilz. So, hier die Perlen. Ich krieg nicht einmal ansatzweise davon was raus. Kleine Karte der Insel, Karte der Hafenstadt, Karte des Banditenlagers. Ja,
87 Gold. Ich habe nicht ansatzweise das rausbekommen, was ich investiert habe jetzt. Aber ich wusste doch, dass ich Doll irgendwo gesehen habe. Dann bei Costa. Na, Nico? Ich suche Doyle. Wen, Doyle? Den habe ich hier noch nie gesehen. Angeblich handelt er mit Fisch. Nun, für mich arbeitet er nicht, aber vielleicht fragst du mal Sorti. So, was hast du für Fische? Was hast du für Fische? Hering, rohe Scholle und roher Hai. Okay, da will ich nichts, da brauche ich nichts. Okay, aber bei Costa hat es Sorti gesagt. Kannst du sich? Stimmt da oben. Kann das nicht noch warten? Was machst du denn hier? Das Gleiche könnte ich dich auch fragen. Ich schlafe hier nur. Nur schlafen. Nichts weiter. Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. Ach was, ich verkaufe Fisch. Es ist mein Job, in die Häuser zu gehen. Na schön. Du bist der Einzige, der in allen Häusern gesehen wurde. Ein Zufall? Ich würde sagen, du bist schwer verdächtig. Das ist eine lächerliche Anschuldigung. Du kannst mir nichts beweisen. Ich kann dir mal kräftig aufs Maul hauen. Das könntest du bestimmt, aber das wäre ein großer Fehler. Darauf lasse ich es ankommen. Wieso überspringen wir nicht den Teil mit dem kräftig aufs Maul und den Teil mit dem Ja, ich habe es getan? Und du hilfst mir, aus dieser Scheiße wieder rauszukommen? Sag es. Ich habe für Sid die Häuser ausspioniert. Na also. Hat doch gar nicht wehgetan. Die Frage ist doch, was mache ich jetzt mit dir? Wenn Sid rauskriegt, dass ich geplaudert habe, bin ich dran. Und bitte, verpfeif mich nicht an den Orden. Die stecken mich bestimmt in die Festung und da will ich nicht hin. Es ist besser, wenn du verschwindest für immer. Für den Don. Es ist besser, wenn du verschwindest. Für immer. Dann kannst du Sid keine Probleme mehr bereiten. Oh nein, du willst doch nicht etwa... Du kannst doch nicht... Kann ich nicht? Warte, ich soll verschwinden? Dann werde ich verschwinden. Ich tauche ab, verlasse die Stadt und werde nie wieder zurückkommen. Ich schwöre dir bei der heiligen Flamme, alle werden davon überzeugt sein, dass ich tot bin. Aber letztendlich hängt es von dir ab. Was ist? Habe ich eine Chance? Kennst du einen Weg aus der Stadt? Kennst du etwa einen Weg aus der Stadt? Ich werde einen finden. Notfalls springe ich über die Stadtmauer. Habe ich auch einmal gemacht. Gut, ich spiele dein Spiel mit. Ich gehe zu Sid und sage ihm, dass du verschwunden bist. Sehe ich dich danach noch einmal in der Stadt, zwingst du mich ernst zu machen. Oh, danke. Ich schwöre, du wirst mich hier nie mehr sehen. Kann ich durch ihn rausfinden, da ist ein Schweinfeld? Gibt's was? Wie ich hier aus der Stadt rauskomme? Aber ich wusste doch, ich habe ihn irgendwo gesehen. Jetzt muss ich nur noch einen Weg hier raus aus der Stadt finden. So, Sid. Ich habe deinen Spion gefunden. Es ist Doyle. Er hat zu viele Spuren hinterlassen. Das ist schlecht. Ich hatte bessere Arbeit von ihm erwartet. Doyle ist verschwunden. Und ich will hoffen, dass er auch nie wieder auftaucht. Was hast du mit der Leiche gemacht? Ich will's gar nicht wissen. Nun, da ich mir darüber keine Gedanken mehr machen muss, können wir uns ums Geschäft kümmern. So, ich habe deinen Arsch gerettet. Das stimmt. Ohne deine Hilfe müsste ich jetzt wahrscheinlich die Stadt verlassen. Also, was kannst du für mich tun? Scordo weiß bereits, dass du mir geholfen hast. Ich denke, das wird sich für dich auszahlen. Außerdem kann ich dir noch ein paar Tricks beibringen. Wenn du schleichen oder ein Schloss mit einem Stück Draht aufkriegen willst, bin ich dein Mann. Und wenn du Dietriche brauchst, meine Süße hat eine hübsche Sammlung. Wo ist euer Anführer hier in der Stadt? Wir haben hinten in Sonjas Bordell einen alten Lagerraum. Dort wirst du ihn finden. Verstehe. Wer ist Scordo? Unser wichtigster Mann in der Stadt. Du wirst ihn schon noch kennenlernen, keine Sorge.
Was kann ich mir beibringen? Ich will ein besserer Dieb werden. So Geschick? Okay, kann er nicht. Hast du einen Auftrag für mich? Hast du einen Auftrag für mich? Ja. Jetzt, da klar ist, dass wir uns nicht vertreiben lassen, wird es Zeit, dem Orden eine Lektion zu verpassen. Ich meine, diese Penner stehlen den Bauern die Kühe und rationieren unser Essen. Was soll als nächstes kommen? Kontrolliertes Pinkeln? Und? Und Leute wie Dagel, der Fleischer, lassen sich vom Orden benutzen. Das muss ein Ende haben. Wir müssen dem Fleischer klar machen, wer ihn beschützen kann und wer nicht. Was genau soll ich tun? Geh zu Dargel und erinnere ihn mal an den guten alten Don Esteban. Okay, den Fleischer abkochen. So, und im Bordell, da ist der Hauptmann. Es sieht auf jeden Fall größer aus als das, was ich hier unten sehe. Aber hier ist kein Eingang. Kann ich mit Sonja reden? Sonja? Ich brauche Informationen. Ich brauche Informationen. Was willst du wissen, Süßer? Was genau wollen die Weißen hier in der Stadt? Wer zählt zu den einflussreichen Bürgern der Stadt? Bei wem kann ich hier was lernen? Wie ist im Moment die Lage der Stadt? Wer zählt zu den einflussreichen Bürgern? Erzähl mir was über die Banditen des Don. Erzähl mir was über die Banditen des Don. Nein, 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 so läuft das nicht, Schätzchen. Das ist doch keine Frage. Ich sagte, du stellst eine Frage und ich gebe die Antwort, wenn ich kann, klar? Also, hier hast du dein Gold zurück. Versuch's nochmal. Okay, was genau wollen die Weißen hier in der Stadt? Was genau wollen die Weißen hier in der Stadt? Soviel ich weiß, sind sie heiß auf goldene Artefakte, Schätzchen. Was sie damit machen, weiß ich nicht. Aber alles, was ihnen hier in der Stadt in die Finger gerät, wird hoch in die Vulkanfestung gebracht. Warum sind so viele goldene Artefakte in dieser Stadt? Warum sind so viele goldene Artefakte in dieser Stadt? Die Bauern und einfachen Leute haben sie von draußen hergebracht. Als diese merkwürdigen Tempel aus dem Boden kamen, fand man sie fast überall auf der Insel. Eine Zeit lang wurde mit den Dingern sogar gehandelt. Doch heute sollte man besser die Finger davon lassen, wenn man keinen Ärger mit den Weißen haben will. Der Artefaktschmuggel wird aufs Härteste bestraft. Okay, wer zählt zu den einflussreichen Bürgern der Stadt? Wer zählt zu den einflussreichen Bürgern der Stadt? Hier gibt es viele, die was zu sagen haben wollen. Aber der Einzige, der die Fäden hier in der Hand hält, ist Kommandant Carlos. Er ist die meiste Zeit im Wachhaus, oberhalb des Händlerviertels. Du wärst gut beraten, dich an seine weißen Ordenskrieger hier in der Stadt zu halten. Bei wem kann ich hier was lernen? Bei wem kann ich hier was lernen? Ich glaube, Cole oben in der Gosse ist ein Jäger. Er kennt sich mit dem Bogen aus. Tja, und ansonsten fällt mir gerade niemand ein. So, okay, wie ist im Moment die Lage in der Stadt? Wie ist im Moment die Lage in der Stadt? Die Banditen des Don übernehmen die Stadt. Das ist gut fürs Geschäft, aber wer weiß, wie lange sich die Weißen das gefallen lassen. Wenn es kracht, ziehen wir am besten alle den Kopf ein. Wo finde ich den Banditenhauptmann der Stadt? Wo finde ich den Banditenhauptmann der Stadt? Seine Jungs haben mich zu ihm geschickt. Wenn das so ist, Skordo sitzt hinten im Lagerraum. Im Waschraum gibt es einen geheimen Schalter hinter einem Bild an der Wand. Die Geheimtür, die er öffnet, wird dich zu ihm führen. Ah ja, danke. Okay. Carol, im Waschraum gibt's einen geheimen Schalter. Hinter einem Bild? Das ist doch der Waschraum. Nein, ich will nicht baden. Mir geht's gut. Und dir? Ähm.
Die Karte der Insel gefangenen Schatzsucher. Patty will die Stadt verlassen. Walter braucht eine Pause. Die kranke Bauersfrau. Konrad abkassieren, der verschollene Vater. Schickt die Knechte nach Hause. Das sind die zwei Knechte, die im Händlerviertel herumlaufen. Bezahle und damit beauftrage, für ihn zu arbeiten. Danach kann ich Walter sagen, dass er eine Pause machen kann. Sofern er den Klingenstab für Marcello fertig macht. Ah, im Händlerviertel. Okay, dann mache ich das mit dem Bild. Vielleicht später. Oder hier ist ein geheimer Schalter. Ne, sie sagte Waschraum, also muss es eigentlich das da sein. Oder warte mal. Ich sehe nichts. Nein, das lassen wir mal. Jetzt gerade erstmal. So, ich nehme hier einmal alles mit. Den ich gesucht hatte. Der hier gefangen genommen wird. Da war ein Ordenshüter. Du siehst nicht aus wie ein Kämpfer. Schlaumeier, bin ich ja auch nicht. Ich bin Schatzsucher. Und einer der Besten der Welt, möchte ich mal anmerken. Naja, wenn ich nicht gerade gefangen gehalten werde, versteht sich. Was hast du denn verbrochen? Die Weißen sind heiß auf drei sehr wertvolle Artefakte aus den emporgestiegenen Tempeln. Es sind drei seltene Goldschalen. Eine davon habe ich versteckt. Die Weißen wollen, dass ich ihnen verrate, wo. Außerdem soll ich ihnen sagen, wer die anderen beiden Schalen hat. Da können sie lange warten. Solange sie mich nicht angemessen dafür bezahlen, sage ich denen gar nichts. Was willst du für Gold? Du bist also einer der besten Schatzsucher der Welt, ja? Sicher. Meine Brüder und ich, wir haben's einfach drauf. Verstehe. Du bist einer der Drillingsbrüder. Ihr seid aber sehr von euch überzeugt. Denk doch, was du willst. Es ist die Wahrheit. Schon als Kinder konnten wir mit Schaufel und Spitzhacke besser umgehen als alle anderen. Man könnte sagen, dass wir unser Hobby zum Beruf gemacht haben. Meine Brüder und ich sind bisher noch niemandem begegnet, der mehr aus der Erde geborgen hat. Und wir sind schon sehr weit herumgekommen. Das kann ich dir sagen. Ja. Für wen arbeitet ihr, Drillinge? Wir sind unabhängig. Wir arbeiten für den, der am besten zahlt. Ob Don oder Inquisitor ist uns egal. Wir suchen nach Gold, Gefahr und Herausforderungen. Und das als Schatzsucher? Wo ist das mit der Stimme jetzt hin? Ja, spotte du nur. Wenn du glaubst, dass nur die Kämpfer ihr Leben riskieren, dann hast du dich geschnitten. Die Höhlen und Ruinen dieser Insel sind tückisch und mordsgefährlich. Was nehmt ihr denn so für eure Arbeitskraft? Im Moment würden wir jeden Job annehmen. Also, wenn du einen guten Job für uns hast, dann lass es uns wissen. Doch dazu müsstest du uns aus der Stadt schaffen. Ach ja, und die Kleinigkeit mit den Weißen hier müsstest du regeln. Du müsstest Hernandez davon überzeugen, mich gehen zu lassen. Sonst wird das nichts. Ich werde euch aus der Stadt bringen. Ich weiß noch nicht wie. Was willst du denn für die Goldschale haben? Endlich mal jemand, der meine Sprache spricht. Gib mir 200 Goldmünzen und wir kommen ins Geschäft.
Wie überzeuge ich Hernandez davon, dich freizulassen? Tja, du weißt ja, warum sie mich hier festhalten. Sie wollen die 3 Goldschalen. Und was soll ich jetzt machen? 3 Brüder, 3 Goldschalen. Der Rest ist deine Sache. Hauptsache, du ziehst die 3 Schalen aus dem Verkehr. Wie zieht man 3 große Goldschalen aus dem Verkehr? Erstmal musst du die Dinger haben. Und dann verkaufst du sie an jemanden, der die heiße Ware aus der Stadt herausschaffen kann. Was ist, wenn die Weißen sie kriegen? Wie auch immer. Es bleibt dir überlassen, was du damit machst. Hauptsache, die Schalen sind weg. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du mit deiner Spitzhacke Erz schürfst. Oh, endlich mal. Ich dachte, du bist Schatzsucher. Ob du eine versteckte Wand einhackst oder Erz schürfst, ist alles das Gleiche. Okay, zeig mir, wie man schürft. Schürfen 100 Gold, 5 Lernpunkte? Zeige mir, wie man schürft. Zunächst einmal musst du erkennen, wo überhaupt Erz zu holen ist. Es bringt ja nichts, wenn du auf die nächstbeste Felswand einschlägst und da gibt es gar nichts. Wie erkenne ich ein Erzvorkommen? Das Gestein glitzert und die Gesteinsstruktur ist anders. Häufig gibt es Erzblasen, die wie Pickel an einer Felswand hängen. Nimm die Hacke in beide Hände und schlage geradezu. Das ist ganz wichtig. Die Spitze muss gerade auf das Vorkommen treffen, sonst zersplittert das Gestein und es ist wertlos. Jetzt bist du natürlich noch lange nicht so gut wie ich. Aber mit ein bisschen Übung steht dir nun eine große Zukunft als Schatzsucher offen. Okay, ich werde euch aus der Stadt bringen. Schön, dass die Stimme jetzt weg ist. Großartig. Das hört sich vielversprechend an. Dann kümmere dich erstmal um die weiße Wache am Eingang. Wenn Hannes mich nicht gehen lässt, komme ich hier nie raus. Deine Brüder sollten wissen, was du vorhast. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Am besten sagst du ihnen, dass sie zu unserem Treffpunkt gehen sollen. Sie wissen dann schon, was ich meine. Okay, ich schicke deine Brüder zu eurem Treffpunkt. Alles klar. Ich wette, du wirst die beiden in irgendeiner Kneipe in der Gosse oder am Hafenkai finden. Ich will ihm jetzt aber das Dings nicht abkaufen. So, jetzt ist die Frage, gibt es hier irgendwo ein Bild zu einer Geheimtür? Wenn ich jetzt hier nochmal rausgehe. Immerhin habe ich schon mal einen Weg da hochgefunden. Beziehungsweise da rein. Es ruckelt gerade viel. Da kümmert sich ja auch keiner drum. Edgar? Nee. Weasel? Was willst du? Warum ruckelt es jetzt gerade viel? Alvaro? Er soll auf einer Insel hausen. Walter? Hier haben wir schon mal einen Schmiedeknecht. Okay. Warum ruckelt das Spiel jetzt? Toni? Was gibt's? Marcello, Ordenskrieger. Du kommst hier nicht rein. Warum ist das Spiel jetzt gerade so? Warum ist das Spiel jetzt gerade so verbuggt? Liegt's an der Uhrzeit? Es ruckelt auch viel. Ich suche mal irgendwie eine Möglichkeit, irgendwo mal zu pennen. Ohne dass es Ärger gibt.
ist jetzt aber doch nicht normal. So, irgendwo hier konnte ich doch einfach pennen, ne? Ich glaube, hier war das. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Nee, es ruckelt jetzt auch immer noch. So immer ganz kleine Mini-Ruckler. Woran liegt das jetzt? So, und wo ist eigentlich der zweite Schmiedeknecht? Das ist ja der Händlerviertel. Ist der hier oben vielleicht? Ist es der da? Schmiedeknecht. Hey du, es gibt Arbeit für dich. Hä? Alvaro braucht jemanden, der Holz hackt. Oh, na gut, dann werde ich gleich mal losgehen. Einen Moment, ich werde vielleicht das Spiel einmal neu starten. Ich speichere vielleicht einmal. Oder warte mal, vielleicht wenn ich jetzt das lade, vielleicht läuft das jetzt wieder besser? Das ist gerade nicht normal, oder? Plötzlich einfach so fängt das an? Es ruckelt noch. Okay, dann mache ich hier einen kleinen Schnitt, einen kleinen Cut und bin gleich wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ich hoffe, es läuft jetzt wieder besser. Es läuft jetzt auf jeden Fall einigermaßen flüssiger. Ich habe das Spiel nochmal neu gestartet. So, Walter? Gute Nachrichten. Gute Nachrichten. Tatsächlich? Alvaro sagt, du kannst ein paar Tage frei machen. Wirklich? Hört sich so gar nicht nach ihm an. Er will nur, dass du den Klingenstab für Marcello fertig machst. Oh, das ist gut. Den Stab habe ich fertig. Der liegt längst im Keller. Tja, dann danke für deine Hilfe. Wenn du mal was brauchst. Ich komme drauf zurück. Hey Mann, danke für die Pause. Ach, kein Deine Thema. Hand wäscht die andere. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Worum geht's? Um den Klingenstab von... bearbeitest du auch Artefakte? Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Wenn du die nötige Erfahrung und eisernen Willen mitbringst, zeige ich dir die Schmiedekunst. Um den Klingenstab für Marcello? Um den Klingenstab für Marcello. Ich habe ihn geschmiedet. Was hat das damit auf sich? Alvaro will sich mit diesem Geschenk beim Orden einen wichtigen Freund machen. Der Klingenstab wird bestimmt gut bewacht. Der Klingenstab wird bestimmt gut bewacht. Naja, sollte man eigentlich meinen. Aber... Das Kellerschloss ist alt und rostig. Es lässt sich mit einem Stück Draht aufbrechen. Und den Schlüssel für die Truhe trägt Alvaro am Gürtel. Ich würde mir über was anderes Sorgen machen. Okay. Über was würdest du dir Sorgen machen? Komm, nochmal 50. Also, worüber würdest du dir Sorgen machen? Über Alvaro selbst. Nachts schleicht er manchmal durchs Haus. Wenn er jemanden erwischt, kriegt derjenige ganz schön Ärger. Was würdest du jemandem empfehlen, der in den Keller will? Er sollte möglichst leise sein und falls Alvaro wach wird, so lange warten, bis der woanders ist. Bearbeitest du auch Artefakte? Bearbeitest du auch Artefakte? Hey, wenn du was gefunden hast, musst du es abgeben. Ist das so? Weißt du, was der Orden mit dir macht, wenn du Artefakte zurückhältst? Sie rekrutieren dich und dann geht's ab in die Vulkanfestung. Ich kann auf mich aufpassen. Du vielleicht,
Aber nur weil ich der Schmied bin, heißt das nicht, dass sie bei mir eine Ausnahme machen. Das ist mir zu gefährlich. Ich will nichts damit zu tun haben. Okay. Was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Oh, Stärke, Schmieden. Ich warte damit. So, ich gehe mal mit der Info zu Wiesel. Alvaro hat einen Klingenstab im Keller. Alvaro hat einen Klingenstab im Keller. Na, das klingt doch nach einer günstigen Gelegenheit. Ich gehe davon aus, dass Cid und Delgado dir die nötigen Talente beigebracht haben. Nun, falls nicht, solltest du es nachholen. Und was mache ich mit dem Klingenstab? Du wirst ihn zurückgeben, wie ein anständiger Bürger das tut. Natürlich nicht, ohne einen angemessenen Finderlohn zu kassieren. Und darauf wird Alvaro sich einlassen? Er ist Geschäftsmann. Solange du nicht zu unverschämt wirst, wird er es sich zumindest überlegen. Okay. Ich gehe mal einmal kurz zu Konrad. Beziehungsweise ich speichere vielleicht einmal. Hier. Jetzt läuft es aber wieder flüssig. Da sind jetzt keine Ruckler oder sowas. So, Konrad. Du hast mein Vieh geschlachtet. Hau ab! Okay, noch nicht. Es ist noch nicht so weit. Und dann hier im Keller. Oh, hi Alvaro. Vielleicht muss ich warten, bis es Nacht ist. Tony? Was gibt's? Marcello? Sieh an, ein neues Gesicht. Willkommen im Händlerviertel. Ich hoffe für dich, dass du wegen eines Auftrags hier bist. Nein. Also, ja, aber nicht im Namen eures, was auch immer. Okay, aber, dann gehen wir einmal zu Romanov. Beziehungsweise wir müssen für ihn ja noch seine Klamotten finden, die da oben irgendwo sind. Wo komme ich denn überhaupt da hoch? Das ist ja irgendwo da oben. Eigentlich wollen doch alle nur das Gold. Ja, eigentlich wollen alle nur das Gold. Das stimmt. Hier gibt es keine Luke nach oben. Carrasco? Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Ich brauche jemanden, der sich um die Goldschalen kümmert. Außerdem will ich, dass die Rüstungsplatten wieder zurückgebracht werden. Ich bin mal nicht ehrlich, sag nichts. So, hier komme ich wenigstens hoch. Ich kann... Ich kann hier leider nicht hochspringen. Weg mit dir! Ah, okay. So komme ich hier hoch. Romanovs Truhe, da haben wir es. So, Goldmünzen, Romanovs Schatulle, Wolfsfell, Knochen. Noch eine Truhe.
Goldmünze. Illusion erschaffen. Was gibt's hier? Bolzen, Trank, Wolfsfell. Noch eine Truhe. Und nochmal von vorne. Okay. Wer sagt's denn? Das war jetzt wirklich geraten. Heiltrank nehmen wir mit. Lichtzauber, Kerzenleuchter. Da vorne ist ja noch ein Schrank. Käse nehmen wir mit und Messer. Okay, hat sich doch ein bisschen gelohnt, hier hochzukommen. Weg mit dir! Ja, ich gehe schon raus. Wir haben alles. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so einfach dahin komme. Dann gehen wir zu Romanov. Dann liefern wir ihm das ab. Wie viel Gold habe ich noch? 629. Und wie viele Dings? 9 Lernpunkte. Hätten wir doch Dings machen können. Aber ich will eher kämpfen üben. Kapitän Romanov. Die Kneipenwirtin Patty sucht ihren Vater. Die Kneipenwirtin Patty sucht ihren Vater. Patty? Patty Stahlbart? Was? Dieses Teufelsweib ist alles, nur keine Kneipenwirtin. Ihr Vater ist einer der größten Piraten diesseits der Meere. Kapitän Gregorius Stahlbart. Dieser Hund hat mir nicht nur einmal das Leben zur Hölle gemacht. Das kann ich dir flüstern. Weiß der Henker, wo sich der alte Halsabschneider herumtreibt. Aber sollte ich ihm nochmal begegnen, wird sein letztes Stündlein schlagen. Wenn ich du wäre, würde ich um dieses Miststück von Piratentochter einen großen Bogen machen, Junge. Solche Weiber bedeuten nichts als Ärger. Ha! Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Interessant. Okay, wer könnte wissen, wo sich Kapitän Gregorius Stahlbart aufhält? Meine Mannschaft und ich suchen den Mistkerl schon seit Monaten. Bisher ist Stahlbart noch nicht wieder aufgetaucht. Oh, wo ist eigentlich deine Mannschaft? Irgendwo auf der Insel. Ein Teil von ihnen ist sogar immer noch hier in der Stadt. Vasili und Eriksen waren erst kürzlich noch hier. Sie warten nur auf ein Zeichen von mir. Oh. Eriksen hatte diesen Schlüssel hier bei sich. Offensichtlich gehört der Kapitän Gregorius. Ah, Eriksen, dieser Idiot. Ich hätte es besser wissen müssen. Den hat er doch bestimmt einem der Freudenmädchen abgenommen. Ah, er sieht ihm ähnlich, diesem elenden Mistkerl. Wenn ich den erwische. Okay, was macht ein Freudenmädchen mit Stahlbarts Schlüssel? Ein Kerl wie Stahlbart hat überall seine Mädchen. Ich wusste, dass eins in Sonjas Bordell arbeitet. Eriksen sollte nach dem Mädchen suchen und durch sie etwas über Stahlbart herausfinden. Oh. Und was macht dieser Mistkerl? Lässt sich seine Beute abnehmen? Na schön. Gut, dass du zu mir damit gekommen bist, mein Junge. Ich sage dir jetzt, was du für mich tun wirst. Du gehst und findest Stahlbarts Baracke. Der Schlüssel wird dir wahrscheinlich die Tür dazu öffnen. Durchsuche die Baracke und komm wieder, wenn du etwas Interessantes gefunden hast. Verstanden? Ich sag mal, wird gemacht. Wird gemacht. Brav, mein Junge. Aber enttäusche du mich nicht auch noch, hörst du? Hier hast du übrigens deine Schatulle. Du hast sie gefunden? Hat dich jemand gesehen, wie du sie geholt hast? Niemand Wichtiges jedenfalls. Na gut. Dann werde ich dir jetzt verraten, was du mir da eigentlich gebracht hast. Lass mich raten, in der Schatulle ist dein Gold, das du von Don Esteban bekommen hast.
Das Gold, das die Weißen suchen und weswegen sie dich hier festhalten? Wer hat dir das verraten, du Bengel? Lag auf der Hand. Du willst mir also damit sagen, du wusstest, dass ich dich geschickt habe, um mein Gold zu holen? Könnte man sagen. Das ist ja ein Ding. Ha! Gut gemacht, mein Junge. Das zeigt, dass ich mich auf dich verlassen kann. Da stimmt mich äußerst großzügig. Ich gebe dir einen Teil der Beute ab. 300 Gold. Was sagst du dazu? Ich nehm's gern. Ja. Abgemacht. Kann ich noch was? Ist was? Okay, Annika? Was denn? Dick? Reden, reden. Alle wollen immer nur reden. Was die wohl da machen, wenn wir nicht in der Nähe sind? Vor allem auch so lange. Das sind jetzt schon mehrere Tage. Heilkraut. Konnte ich das übersehen? So, dann müssen wir jetzt doch mit Sonja reden. Würde ich sagen. Vor allem, ich habe das Zimmer immer noch nicht gefunden. Warte mal. Visali? Du gehörst zu Romanovs Mannschaft? Du gehörst zu Romanovs Mannschaft? Ja, das stimmt. Wird langsam Zeit, dass wir mal wieder in See stechen. Mir kommt es so vor, als wären wir schon seit Jahren in diesem Nest. Ich glaube, mit Patty sage ich da nichts. Ich rede mal lieber erstmal mit Patty. Wegen deines Vaters? Wegen deines Vaters. Ich hörte, dein Vater sei Pirat. Ich hörte, dein Vater sei Pirat. Sagt man sich das, ja? Naja, dann wird es wohl so sein. Jetzt sag mir bloß noch, du hast das nicht gewusst. Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart ist der größte Pirat, den die Welt je gesehen hat. Natürlich weiß ich das. Aber ich muss es ja nicht jedem auf die Nase binden, oder? Und wann hattest du vor, mir davon zu erzählen? Ach komm, jetzt sei doch mal ehrlich. Was macht es schon für einen Unterschied, jetzt, wo du es weißt? Komm mir nicht mit der Freundschaftsnummer, mit gegenseitigem Vertrauen und so Mist. Da stehe ich nicht drauf, klar? Schon gut, ich hab's kapiert. Sie ist mir sympathisch. Romanov weiß nicht, wo dein Vater ist. Romanov weiß nicht, wo dein Vater ist. Tja, das sieht ihm ähnlich. Entweder weiß er es wirklich nicht, oder er will dir nichts sagen. Wie auch immer. Dann müssen wir wohl woanders weitersuchen. Romanov mag wohl deinen Vater nicht besonders. Romanov mag wohl deinen Vater nicht besonders. Natürlich nicht. Sie sind beide große Piraten und waren immer schon die größten Erzfeinde. Wenn ich ehrlich bin, finde ich es auch nicht beruhigend, dass Romanov in der Stadt ist. Ich muss vorsichtig sein. Er könnte mir gefährlich werden. Noch ein Grund mehr, die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. Okay. Aber Patty mag ich. Die ist sympathisch. So, wir wollten jetzt aber Richtung Bordell nochmal. Na, Eriksson, du Halunke? Ich hörte, du gehörst zur Mannschaft von Kapitän Romanov. Ich hörte, du gehörst zur Mannschaft von Kapitän Romanov. Na und? Ich möchte mal wissen, was dich das angeht. Hau doch endlich ab, Mann. Okay. Sonja. Gibt es was Besonderes? Okay. Wahrscheinlich sie hier, Carol. Du kennst Kapitän Stahlbart? Du kennst Kapitän Stahlbart? Ach, ich wünschte, ich hätte mich nie mit ihm eingelassen. Das Blaue vom Himmel hat er mir versprochen. Und dann war er eines Tages einfach verschwunden, der Schuft. Alles, was er mir hinterlassen hat, war diese stinkende Baracke in der Gosse. Und was hat sie mir gebracht? Nichts als Ärger. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Also lass mich damit in Ruhe, okay? Okay. Welch... Wo ist denn das Schalter oder so? Es hieß doch, hier sei irgendwo ein Schalter. Irgendwie, irgendwo. Hinterm Bild? Ist was? Ne, alles gut, Carol. In der Gosse eine Baracke.
Da hatte ich irgendwo Stahlbarts Truhe gesehen, das stimmt. Ist das die gewesen? Stahlbarts Schatztruhe? Warum? Dietriche, Zähne, Pokalhändler gegen gutes Gold dafür? Und altes Schriftstück, sehr alt und altes und sehr abgenutztes Stück Papier. Liste verdächtig, ja. Altes Schriftstück. Hinweis, der frühe Vogel fängt den Wurm. Gehen Nord-Nordost zu Ost. Das alte Grab wird es wissen. GES. Gehen wir damit zu Patty. Hallo, ich will hier rein. Dass man hier überall irgendwie hängen bleibt. Da liegt Geld auf dem Boden. Patty, wegen deines Vaters. Wegen deines Vaters. Ich fand dieses Schriftstück in einer der Baracken in der Gosse. Du hast es gefunden. Das ist großartig. Das ist es, wonach ich gesucht habe. Jetzt kann ich endlich die Stadt verlassen. Danke, kleiner Held. Du hast dir eine fette Belohnung verdient. Ich hoffe, dir reichen 200 Goldmützen. Oder muss ich jetzt noch mehr deiner lästigen Fragen beantworten? Komm, wir sind mal auf Flirty-Laune, ja? Behalt dein Gold. Jetzt erzählst du mir erstmal, was ich wissen will. Na schön. Ich hatte befürchtet, dass du das sagen würdest. Also, was willst du wissen? Was ist denn jetzt mit Kapitän Romanov? Er und seine Mannschaft können mir mal gestohlen bleiben. Ich hab jetzt, was ich wollte. Was ist denn an dem blöden Zettel so wichtig? Blöder Zettel? Ich kenne einige, die würden dich glatt umbringen, um an diesen blöden Zettel zu kommen. Das ist der nächste Hinweis. Aber was rede ich? Du verstehst das ja sowieso nicht. Ich möchte ja verstehen. Glaubst du immer noch, dass dein Vater auf dieser Insel ist? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er hier gewesen. So viel weiß ich jetzt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich ihn gefunden habe. Was passiert mit deiner Kneipe, wenn du weg bist? Die wird mir nicht weglaufen. Und selbst wenn damit irgendwas passiert, kümmere ich mich darum, wenn ich gefunden habe, was ich suche. Was soll mit der Baracke deines Vaters passieren? Von mir aus kannst du sie benutzen. Den Schlüssel dafür hast du ja schon. Danke für das Angebot. Ich hoffe, das sagst du nicht nur, damit da mal jemand sauber macht. Du kannst ja auf der Straße schlafen, wenn dir das lieber ist. Nein, schon gut. Ich nehm's. Ein Haus am Hafen habe ich mir schon immer gewünscht. Ich habe keine Fragen mehr. Gut. Ist auch besser für dich. Glaub mir. So. Jetzt muss ich nur noch aus dieser verfluchten Stadt herausfinden. Ach so, war das noch nicht der Weg hinaus? Aber, in welche Richtung hieß es? Boah, irgendwas ist mit meinem Hals. Warte mal, was ist mit der Schatztruhe? Kann ich die aufmachen? Das will ich jetzt eben nochmal testen. Das Schloss ist zu schwierig. Okay. Vor allem, wie viele Quests haben wir noch hier? Das Familienerbstück, die... es gibt einen geheimen Raum im alten Haus des Dorn. Hinter einem Bild im Haus soll es einen Schalter geben, der diesen Raum öffnet. Das Dorn haben. Ich soll es für ihn besorgen. Ein warmes Bett finden, damit sie wieder gesund werden kann. Patty will die Stadt verlassen. Patty erzählt ihm, dass sie aus der Stadt will und dass es noch einen anderen Weg geben muss, außer den beiden Haupttoren. Ich habe versprochen, ihr zu helfen, die Stadt zu verlassen. Drillingsversammlung, Konrad abkassieren, für die drei Goldschalen, sprich mit dem Banditenhauptmann der Stadt. Der Banditenhauptmann der Hafenstadt soll im Lagerraum von Sonjas Bordell sitzen. Der Banditenhauptmann Scordo sitzt im Lagerraum von Sonjas Bordell. Ein geheimer Schalter hinter einem Bild im Waschraum soll mich zu ihm führen. Aber ich komme nicht an den Schalter.
Ich habe jetzt sehr nah dran gezoomt. Muss ich mich hier baden legen? Nee, glaube nicht. Ja! Bringt auch nichts. Ah! Okay, das machen wir jetzt eben noch. Skoro! Hey, du! Was willst du hier, Mistkerl? Wer hat dich geschickt? Entspann dich, ich bin hier, um euch zu unterstützen. Ist das so? Na, dann bin ich ja mal gespannt, was du zu sagen hast. Warum sitzt du hier im Lagerraum? Warum sitzt du hier im Lagerraum? Ich habe hier wichtige Dinge zu erledigen. Mehr musst du nicht wissen. Was hast du anzubieten? Was hast du anzubieten? Ich habe hier einige seltene Artefakte. Kannst sie dir ja mal ansehen. Du siehst aus, als könntest du sie dir leisten. Ich glaube eher, dass du dich hier versteckt hältst. Ich glaube eher, dass du dich hier versteckt hältst. Hast du was ausgefressen? Mach ruhig so weiter. Und ich schwöre dir, du wirst noch mächtig Ärger bekommen. Woher bekommst du deine Artefakte? Woher bekommst du deine Artefakte? Na. Du willst mir doch nicht etwa Ärger machen, oder? Kannst froh sein, dass ich sie dir anbiete. Das sollte dir reichen. Okay, wohin führt dieser Gang da drüben? Wohin führt dieser Gang da drüben? Das könnte ich dir sagen. Ich müsste dich aber anschließend töten. Das willst du doch nicht, oder? Digga, ich bin auf deiner Seite. Du kannst mir vertrauen. Du kannst mir vertrauen. Ich bin auf eurer Seite. Tatsächlich? Moment mal. Du bist doch nicht etwa dieser Schiffbrüchige, der meinen Jungs in der Stadt geholfen hat, oder? Ja. Ich schätze, genau der bin ich. Ha! Warum sagst du denn das nicht gleich? Mein lieber Mann. Du hast es den Weißen aber ganz schön gezeigt. Das war gute Arbeit. Wenn du so weitermachst, wirst du es bei uns Banditen noch sehr weit bringen. Ja, fangt mal erstmal mit einer Rüstung an. Die hätte ich gerne. Was genau ist eure Aufgabe hier in der Hafenstadt? Was genau ist eure Aufgabe hier in der Hafenstadt? Ich habe mit den Jungs gesprochen. Und sie halten dich für einen guten Mann. Nun gut. Du hast uns bewiesen, dass du auf unserer Seite bist, Kleiner. Ich denke, ich kann dir mit ruhigem Gewissen von unserem Plan erzählen. Also hör zu. Ich leite die Geschäfte des Don in der Stadt, solange er fort ist. Ich halte für ihn Augen und Ohren offen und sorge dafür, dass die Stadt bald wieder uns gehört. Gibt es ein Artefakt, das dich besonders interessiert? Gibt es ein Artefakt, das dich besonders interessiert? Eins? Genauer gesagt sind es gleich drei. Es heißt... Hier in der Stadt seien drei sehr wertvolle Schalen aus Gold im Umlauf. Wenn du die Schalen auftreiben kannst, würde ich dir, sagen wir, 600 Goldmünzen dafür zahlen. Das Angebot mache ich dir allerdings nur, wenn du mir alle drei bringst. Klar? Also 150 und nochmal zwei. Ich mache nur 100 Gewinn, okay. Ich besorge dir die drei Goldschalen. In Ordnung. Aber lass dir die Dinger nicht abnehmen, wenn du sie gefunden hast. Klar? Wäre doch schade drum. Okay, wo sollen diese Goldschalen sein? Wie schmuggelt ihr die goldenen Artefakte aus der Stadt? Wie schmuggelt ihr die goldenen Artefakte aus der Stadt? Wir haben einen Tunnel, Kleiner. Er führt direkt vor die Mauern der Hafenstadt. Solange die Weißen den Ausgang des Tunnels nicht entdecken, kommen wir ungesehen rein und wieder raus. Verstehe. Wo sollen diese Goldschalen sein? Wo sollen diese Goldschalen sein? Ich hörte was von einem Kerl in Pettys Hafenkneipe, der zumindest einen davon verkauft. Aber was da dran ist, weiß ich nicht. Okay, was ist an den Goldschalen so besonders? Was ist an den Goldschalen so Besonderes? Zufällig weiß ich, dass einer der Weißen am Hafenkai ganz wild hinter den Dingern her ist. Er heißt Carrasco. Ha! Was die Weißen interessiert, muss schon äußerst wertvoll sein. Grund genug für mich, einen hohen Preis dafür zu bieten. Okay, wie wollt ihr die Stadt wieder zurückerobern? Wie wollt ihr die Stadt wieder zurückerobern? Lass uns erstmal genug Mittel haben, um sie aus der Stadt zu treiben. Wenn Esteban das Zeichen gibt, werden wir sie angreifen. Und so wie die Dinge liegen, wird's nicht mehr allzu lange dauern. Du, Kleiner, hast entscheidend dazu beigetragen, dass wir uns hier bald alles unter den Nagel reißen können.
Würde einiges dafür geben, die dumme Fresse des Inquisitors zu sehen, wenn er davon erfährt. Okay, wie stehst du zu den Ordenskriegern hier in der Stadt? Ein Haufen fanatischer Idioten. Sie tun exakt das, was der Inquisitor ihnen sagt. Sie sind nicht bestechlich. Und das ist es, was ich an ihnen nicht mag. Okay, sobald wird der Inquisitor wohl nicht wieder abziehen? Was sehr bedauerlich ist. Aber wenn wir schlau sind, vermeiden wir erstmal einen offenen Konflikt mit ihm und seinen Ordenskriegern. Wenn sie sich nur aus unseren Geschäften heraushalten würden, wäre ich schon glücklich. Okay, was ist als nächstes zu tun? Jemand muss ins Banditenlager gehen und dem Don von der guten Lage hier berichten. Der Don wartet schon ziemlich lange darauf. Ich hoffe, er ist noch nicht allzu ungehalten. Hat leider etwas länger gedauert als geplant. Hey, das wäre doch ein Job für dich! Ja, ich hab's geahnt. Ja klar, du nimmst dieses Paket hier und bringst es ins Banditenlager. Mit den besten Grüßen von Skordo. Der Don wird sich freuen. Tolle Idee. Und was machst du so lange? Ich halte hier die Stellung. Was sonst? Jemand muss hier vor Ort die Lage im Auge behalten. Okay, Lass uns handeln. Bitte hab eine Rüstung. Ring? Ring der Lebenskraft? Ring des Schützen. Witz erzählen hat er. Ein paar. Oh, die sind so teuer. Kann ich ihm was andrehen? Ich habe 60 Bolzen. Hier, das Messer darf er haben. Habe ich hier sonst noch irgendwas? Schiffrolle, eine magische Kugel vertreibt die Finsternis. Ach, hier darf sie haben. Vision erschaffen. Eine attraktive Frau herbei, die garantiert für Aufmerksamkeit sorgen wird. Klingt interessant. Ich will sie einmal ausprobieren. Mal gucken, was da wirklich passiert. Ich hoffe, dass es bei den ganzen notgeilen Männern hier im Game, glaube ich, könnte interessant werden. Die Hornmuschel gebe ich ab. Hier, die brauche ich nicht mehr. Die Felle, die Zähne, die Knochen, Kerzenleuchter. Hier ein Goldpokal. Darfst du haben. So, 95 Gold, ja. So, aber ich würde sagen, wir machen hier... Ah, das ist der Tunnel. Was ist das hier? Schrank. Warte mal. Schatztruhe. Geht doch. Das war jetzt wirklich geraten. Okay, Goldmünzen. Pfeile. Kleiner Heiltrank. Fläschchen. Amulett der Don-Familie, da haben wir's. Okay, nice. Und was steht hier? Der Text handelt von magischen Sprüchen. Ich mach hier wieder zu. Okay. Und das ist der Tunnel, der rausführt. Ich würde aber sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.